B1.5. Bestimmen Sie die Koordinaten der Punkte Bn in Abhängigkeit von der Abszisse x der Punkte An. Hier soll man Koordinaten der Punkte Bn also angeben, sowas wie xy-Koordinate, und zwar in Abhängigkeit der Punkte An. Das heißt, du musst irgendwas drinstellen mit x plus 1 und also y-Koordinate x² plus was weiß ich alles. Also sowas muss man bestimmen. Wie kommt man jetzt drauf? Schauen wir uns dafür die Zeichnung nochmal an. Also, wir haben hier unten den Punkt A und wir haben hier oben den Punkt B. Überlegen wir uns erstmal für die x-Koordinate, wie komme ich vom Punkt A auf den Punkt B? Das ist ganz einfach. Wir wissen ja, BD sind immer zwei Längeneinheiten, das Stück. Also ist es die Hälfte immer eine Längeneinheit des Punktes. Das heißt, die x-Koordinate ist immer um 1 größer als die der Punkte AN. Als x-Koordinate haben wir also x plus 1. Wie komme ich jetzt auf die y-Koordinate? Ja, im Prinzip habe ich hier schon einen Hinweis gegeben. Ich schaue den Punkt Bn an und überlege mir, gibt es denn einen anderen Punkt, den ich berechnen könnte, der die gleiche y-Koordinate hat? Und da sticht sofort der Punkt M, also der Mittelpunkt von A und C, ins Auge, weil den kann ich ganz einfach über eine Formel bzw. über die Strecke AC berechnen. AC habe ich schon in Abhängigkeit von x berechnet und da kann ich dann einfach sozusagen die Hälfte nehmen. Oder halt den Mittelpunkt erst berechnen und von da aus dann die y-Koordinate weiterverwenden. Ja, hat die gleiche y-Koordinate. Also, was brauchen wir? Zuerst den Punkt, den Mittelpunkt. Er hat die gleiche x-Koordinate wie der Punkt A oder der Punkt C, das heißt, die kann ich gleich stehen lassen. So, jetzt y-Koordinate berechnen. Es gibt da wieder eine tolle Formel in der Formelsammlung, mit der man den Mittelpunkt einer Strecke berechnen kann. Und der heißt ganz einfach, Mittelpunkt einer Strecke ist erst die x-Koordinaten addieren und dann durch 2 teilen und dann die y-Koordinaten addieren und durch 2 teilen. Ja, x-Koordinate ist jetzt sinnlos, weil dann hätte ich hier zum Beispiel x plus x geteilt durch 2. X plus x sind 2x und 2x geteilt durch 2 sind x, also kann ich das auch gleich wieder weglassen. Y-Koordinate ist dagegen eine Spur interessanter. Ich brauche die y-Koordinate von Punkt C wieder und die y-Koordinate von Punkt A. Von Cn hatten wir 0,5x minus 2 und jetzt Punkt A dazu, das sind 0,5x² minus 5x und was waren es? Plus 7. Und dann ebenfalls geteilt durch 2. So, das vereinfachen wir noch schnell. X und dann haben wir hier 0,5x². Minus 5x plus 0,5x. Ja, hier müssen wir jetzt keine Klammer setzen, weil es steht ein Plus davor und Plusklammern können wir einfach weglassen. Also minus 5x plus 0,5x sind plus 4,5x und minus 2 plus 7 sind plus 5 geteilt durch 2. So, das wäre der Punkt Mn. Aber jetzt haben wir gesagt, wir brauchen den Punkt Bn. Und von dem haben wir gesagt, seine x-Koordinate ist x plus 1. So, und jetzt haben wir schon fast. Man kann das den rechten Teil jetzt noch ein bisschen vereinfachen. 0,5 geteilt durch 2 wären zum Beispiel 0,25x². 4,5 wären 2,25x und 5 geteilt durch 2 sind 2,5. Ja, also haben wir hier jetzt gültige Koordinaten von Punkt B in Abhängigkeit der Abszisse x, ja, Abhängigkeit von x, haben wir mit drin, der Punkte an. Und dann sind wir auch schon fertig.